Ole Einar Bjørndalen. 2014 sein letzter großer Erfolg, zweimal Gold bei den Winterspielen in Sotschi. Inzwischen ist er Trainer in China und soll dort mit seinem Wissen und Können die chinesischen Biathletinnen und Biathleten zur Weltspitze führen. Mein Kollege Nils Kaben über einen, der für sich kaum Grenzen kennt. Er ist einer der erfolgreichsten Winterolympioniken der Welt. 8-mal Gold im Zeichen der Ringe. Dazu 20 WM-Titel und 135 Weltcupsiege. Fast 2 Jahrzehnte lang bestimmte er die Schlagzeilen der Biathleten. Ein Jahrhunderttalent, gar keine Frage. Das hier ist eine Kartoffelwaffe. Das ist gemacht zu Hause bei mir. Wir haben ein bisschen Spaß gehabt. Ich komme von einem kleinen Bauernhof und da passiert nicht viel. Und da muss ich ab und zu mit Kartoffelwaffe schießen. Unsere letzte ausführliche Begegnung fand am Rande der Weltcup-Strecke in Östersund statt. Zusammen mit Arne Pfeiffer haben wir Oles Kartoffelgewehr bestaunt. Was man so macht als Biathlon-Rentner. Sein erstes Weltcuprennen begann übrigens mit einem Fehlstart. Und hier haben wir den Startläufer der Norweger, Ole Einar Bjørndalen. 1993 in Ruhpolding. Kein Fehlstart bitte. Und wieder Fehlstart. Ja, die Jungs sind sehr nervös. Dann klappte es doch noch. Und was in den Jahren darauf alles folgte, dürfte er kaum zu träumen gewagt haben. Aufgewachsen ist Bjørndalen in einem kleinen Ort, eine Autostunde westlich von Oslo. Sie waren 5 Kinder zu Hause. Bjørndalen hat 2 Brüder und 2 Schwestern. Die 3 Jungs wurden alle Biathleten, bildeten das Team Bjørndalen. Aber keiner wurde auch nur annähernd so erfolgreich wie der im Januar 1974 geborene Ole Einar. Ole Einar Bjørndalen kommt. Super gemacht. Wird auf alle Fälle die Bestzeit vorläufig markieren. Und damit haben wir 2 Norweger an der Spitze, nämlich ihn und Halvard Hannevold. Der Unterschied zwischen den beiden, 1 Minute 16,2 Sekunden. 1996, Antholz. Bjørndalen holt seinen ersten Weltcupsieg. Er ist ein gegen sich selbst unerbittlicher Trainierer. Schon 2 Jahre später in Nagano 98 greift er nach den olympischen Sternen. Ole Einar Bjørndalen, überragender Läufer, ein Überläufer, wenn man das so formulieren kann. Der kann sich eine Strafrunde leisten und möglicherweise dennoch gegenüber einem, der 0 fehlerfrei geschossen hat, im Vorteil sein. Jetzt heißt es Nerven bewahren. Hat sich Zeit gelassen vor dem ersten Schuss. Oh, gerade so noch geklappt, die Scheibe. Fast ein Randtreffer, aber Glück gehört dazu. Hat ihn zum Nachdenken gebracht. Ole Einar Bjørndalen. Auf dem Weg zu einer Medaille. Welche Farbe wird sie haben? Gold, Silber oder Bronze? Es wird die goldene im Sprint. 24 ist er damals. Es ist ein Rennen für die Ewigkeit.
Lange her und doch unvergesslich. Das ist eine von den schönsten Rennen, was ich gemacht habe. Es hat immer wieder auch Rückschläge gegeben in der steilen Karriere des Norwegers, bei der Heim-WM in Oslo 2000 zum Beispiel. Ich war stärker wie Rafael auf der letzten Runde und dann habe ich gestürzt, gleich vor dem Ziel. Dann habe ich meine Gold verloren. Ich hatte ein Silber, aber das war also kein Wert. Also das ist schade zu sagen, aber das ist ein von den schlimmsten Momenten für mich. Kein Titel, nur einmal Silber und Bronze mit den Staffeln. In Utah 2002, pünktlich zu den Winterspielen in Salt Lake City, ist für den Ausnahmekönner wieder alles okay. Viel mehr noch. Bjørndalen gewinnt alle drei dort ausgetragenen Einzeldisziplinen. Gold im Einzel, im Sprint und in der Verfolgung. Sowas gab's noch nie. 20 Kilometer Olympiasieger ist er schon. Jetzt holt er sich Gold über die 10 Kilometer Strecke. Ole Einar Bjørndalen, man kann nicht hoch genug steigen, um sich tief genug vor ihm zu verbeugen. Der Meister auf den schmalen Latten, der Biathlet schlechthin. Viermal Gold für den Norweger. Es ist der Höhepunkt einer außergewöhnlichen Biathlon-Karriere. So schön wie hier wird's nie wieder werden. Es gibt inzwischen mehrere Fanclubs. Der bekannteste wird natürlich von seinen Eltern angeführt. Der Papa ist stolz bei der Rückkehr nach Oslo und erklärt, dass das Warten auf seinen Sohn ihm gar nichts ausmache. Bjørndalen ist im 5-Millionen-Einwohnerland Norwegen inzwischen längst ein Volksheld, wird überall erkannt und auf Schritt und Tritt belagert. Wie ist es, wieder auf norwegischem Boden zu sein? Na, das hier zählt noch nicht, erst wenn ich draußen bin. Und was wird sie dort erwarten? Ich hoffe, eine Riesenparty. Ich bin schon ziemlich aufgeregt. Sein Spitzname ist der Kannibale, weil sich kaum einer so quälen kann, um dann einen Gegner nach dem anderen aufzufressen. In seinem Wohnzimmer am Holmenkollen bekommt man eine Ahnung davon, dass Erfolg keineswegs vom Himmel fällt. Und dass vieles auch einfach Kopfsache ist. Im aktuellen Sportstudio des norwegischen Fernsehens beweist Bjørndalen seine Entertainer-Qualitäten auf der Slackline. Doch mit dem die Hosen runterlassen, ist die Sache noch längst nicht komplett. Das Beinkleid muss auch wieder an, egal wie sehr es wackelt. In diesem Wohnmobil lebte Bjørndalen in den letzten Jahren seiner Karriere. Es ist ein rollendes Trainingszentrum. Hier habe ich alle Möglichkeiten, mich optimal vorzubereiten. Und zum Wohnen ist es auch besser als die ewig wechselnden Hotelzimmer. Mit Sponsorenunterstützung gebaut und mit allen Schikanen ausgestattet. Sochi
2014. Würde er es 16 Jahre nach seinem ersten olympischen Gold noch mal ganz nach oben schaffen? Ich habe geplant, der Sprint. Ich möchte im Sprint top wieder zu sein. Ich war viele Jahre, wo ich keine Top-Resultate im Sprint gehabt und ich war so langsam auf den Ski und darum habe ich das speziell trainiert dieses Jahr. Und das hat sich ausgezahlt. Gold über die 10 Kilometer im zarten Alter von 40 Jahren. Ich fühle mich stark und ich habe super Leistung jetzt, super Form. Ich habe nicht geglaubt, dass es möglich ist, genau den Tag zu treffen. Ole Einar Bjørndalen! Und mit der Mixed-Staffel gleich noch einmal Goldmedaille Nummer 8. Wir waren eine Gruppe zusammen mit Frauen und die haben super Leistung gemacht und das war schön, etwas zusammen gewinnen. Hier in Russland endet die olympische Ausnahmekarriere. In einem Bankschließfach in Österreich lagert Bjørndalen seine Schätze. 45 WM-Medaillen, 20 davon in Gold und 13 olympische. 8 goldene, 4 silberne und eine bronzene. Entwicklung ist für mich ein Wort, was sehr wichtig, interessant ist. Neue Erfahrung mit meinem Körper, jetzt bin ich 40 Jahre, ich muss mich ein bisschen umstellen. Und ich habe auch keine Angst um zu verlieren, das ist das Wichtigste vielleicht. Wenn man an Bjørndalens Karriere etwas kritisieren könnte, dann höchstens, dass er eben diese nicht nach Sochi beendet hat. Danach folgte relativ viel Krampf. Die Qualifikation für die Spiele in Pyeongchang misslang und so lief Bjørndalen sein letztes Weltcuprennen im sibirischen Tjumen. Am Ende wurde er dort 39. Für die große Sause zum Abschied hat er sich zusammen mit seiner Ehefrau Daria Domracheva das Spektakel auf Schalke ausgesucht. Wann genau die beiden zusammengekommen sind, wollen sie nicht verraten. Und ja, logisch, das war beim Weltcup. Und genauer Zeitpunkt ist, das haben wir für uns. Und ja. Die beiden sind inzwischen verheiratet und haben eine kleine Tochter. Zwei Spitzenathleten, die auch im Privaten ihr Glück gefunden haben. Und jetzt zusammen das Trainerteam für die chinesische Mannschaft bilden. La doccia immobile, quel più bel vento, muto l'accento e li pensier. Ciao Daria, ciao Björn. World Team Challenge 2018 oder einfach gesagt Biathlon auf Schalke vor mehr als 40.000 Zuschauern. Vom Eise befreit wurde Ola Einar von seiner Frau. Und so feierten die beiden vor einem begeisterten deutschen Publikum einen sehr würdigen Abschied. Und mit Platz 3 können die Erfolgsverwöhnten auch ganz gut leben. Doch für den inzwischen 46-jährigen Bjørndalen geht's immer weiter. Jetzt als Trainer. Und Olympia steht ja auch irgendwie schon wieder vor der Tür. Ich laufe sicher ein paar Runden hin. 2022 in Peking. Heimspiele für seine neue Mannschaft. Doch ab und zu, gerade nach etwas längerer Zeit zu Hause, muss auch das Kartoffelgewehr nochmal durchgeladen werden. Scheiße! Gratuliere! Will immer gewinnen. Ja, Ole Einar Bjørndalen, ein Mann, der den Biathlon-Sport geprägt hat wie kaum ein anderer. Medaillenausbeute haben Sie gerade gesehen.